Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Forza Horizon 3 Hot Wheels Expansion. Wir sitzen wieder in einem LFA und ja, ihr hört richtig, wir sitzen wieder in einem LFA, denn wir sind bereits in der letzten Hot Wheels Ausgabe im LFA unterwegs gewesen. Diesmal haben wir aber eine Variante der Kategorie A600 und ich bin gespannt, wie der sich so im Vergleich zum vorherigen, der auf S1 aufgebaut war, sich so schlägt. Ich habe den so ein bisschen an JP angelehnt, von den Farben her und so, aber ich bin immer noch der Meinung, es passt nicht ganz. Also es ist ein bisschen Kirmes, aber er hatte mittlerweile bereits andere Felgentöne. Aber so beim Fahren sieht schon irgendwie geil aus. Also ich kann seinen Gedanken damals nachvollziehen, aber es ist halt irgendwie trotzdem Kirmes. So, ich würde sagen, hier haben wir gleich das erste Rennen. Da fahren wir auch hin. So, dann fahren wir gleich mal hier rüber. Jetzt haben wir auch wieder einen ausfahrbaren Spoiler, das ist natürlich auch was Schönes. Und einen Unterschied merke ich deutlich. Es fehlt mir so ein bisschen der Abtrieb. Wobei auch nur ab einem gewissen Einschlagwinkel. Da vorne haben wir jetzt wieder den einen Sprung, den wir schon gesehen haben. Nein, da will ich jetzt nicht runter. Wenn ich da runter saus, dann habe ich ein Riesenproblem. Stabil, so ein RCR4. Halleluja. So. Wir müssen nämlich in der A-Kategorie weiterfahren. Und da haben wir ein Rennen, was wir noch gar nicht gefahren sind, beziehungsweise mehrere Rennen, die wir noch nicht gefahren sind, und ich will hier nicht runter. Ich unterschätze immer so die Kurven hier in Hot Wheels. So, nach der Veranstaltung erstellen und zwar eine Hot Wheels Kampagne. Wir brauchen eine Rundenzeit kürzer als 1,30. Das wird wohl hoffentlich machbar sein. Wir schnappen uns hier den Kollegen und ja, dann bin ich schon gespannt, was drin ist. Bei mir ist aktuell der 10.07. um 19.11 Uhr. Um 20 Uhr mache ich meinen Livestream. Also, ihr merkt, die Folge, dass ich die aufgenommen habe, ist schon wieder ein bisschen her. Aber ich glaube, da werde ich auch am Anfang so ein RCF fahren. Ich finde die Karre irgendwie geil. Macht Laune. Ja. Aber erstmal hier das Rennen gewinnen. Lexus auf jeden Fall trotzdem noch am Start mit dem anderen Kollegen. Ja, ich weiß nicht, was ich zu den Felgen sagen soll. Ich weiß es nicht. Zumindest die Farbe. Die Felgen an sich sind geil. Die passen gut drauf. Wir haben einen RWB Porsche nicht mit am Start. Das ist nur eine RWB Lackierung. Also mit den Wellen hier kann es gut ein Auto außer der Balance bringen. Und wir sind schön in einem Feld aus gleichgesetzten Fahrzeugen unterwegs. Also sei es M4, sei es da vorne der Alfa Romeo. Es ist ein Alfa. Welcher da genau jetzt ist, weiß ich nicht. Fällt mir gerade nicht ein. Nee, das will ich. Ach komm, ich kann nicht zurückspulen. Scheiße. Ich wollte eigentlich nicht rausfliegen. Gut. Müssen wir jetzt alles über die Leistung hinwegkriegen. Ist wichtig, zentral drüber springen. Haben wir geschafft, der Porsche nicht, darum liegt er auch unten. Gut, wir sind immer noch Zehnter. Also was wir gemacht haben, also wir müssen noch ordentlich Gas geben, dass wir da glaube ich nach vorne kommen. Faktum ist, wir haben genügend Downforce, um seitlich zu fahren, das haben wir schon mal festgestellt. Würde ich hier nicht auf Daytona drauf springen, wäre das Ganze halbwegs so schlimm gewesen. Oh, komm. Jetzt bleib ich hier auf einer unsichtbaren Kante hängen.
haben wir die A-Klasse. Komischerweise genau auf in der A-Klasse hier von Leistung her angesiedelt. Was für ein Zufall. Ford Focus haben wir dabei. Da vorne haben wir, glaube ich, wieder den M4. Und da müssen wir noch richtig was gut machen. Nein. Oh komm, wir starten neu. Ich will da gar nie hoch. Ich rutsche da immer nur hoch. Ist doch ärgerlich sowas. So. So, jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir in der komischen Röhre da drin unsere Nerven bewahren. Nicht so wie hier der Lukas bereits in den Hubbeln hier die Nerven wegwirft. Das dürfen wir nicht machen. Oh, der C4 ist das, oder? Alfa Romeo C4. Oder wie heißt das Ding? Jetzt sind wir aber mal so, wie man es uns mir wünsche. Jetzt wird's gefährlich. Zweiter drauffahren. Mich verdrängt's. Aber ich bin nicht der Einzige, der am Dach entlang schlittert. Ich hätte früher zurückspulen müssen. Sorry Lukas, aber das musste sein. Ich musste hier einfach den Platz verteidigen. Und ich hole mir noch den Sieg, auch wenn ich jetzt so abgeschlagen bin. Gut, jetzt könnte mir ein Sieg schwierig werden. Jetzt habe ich schon ein bisschen Rückstand hier aufgerissen. Und auch von den Gängen her hier zu wenig hochgeschaltet. Hätte ich in den sechsten schalten müssen. Dann hätte ich die Speed weitaus besser mitgenommen. Okay, haben wir hier wieder was mitgenommen. Und jetzt schauen wir allein, wie ich hier auf den Subaru aufhole. So, und da sind wir wieder dick im Geschäft hier. Der fünfte Platz ist eigentlich knapp vor uns. Haben wir den Focus und den Subaru gleich mal hier vorbei an denen. Ja, auch super durchgekommen. Gut, jetzt steige ich aber den Sieg nicht mehr aus, also jetzt ist doch noch möglich. Da ist der Shelby Daytona. Da ist der Führende. Der Alfa Romeo 4C, glaube ich, heißt er. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Wir wissen es aber bald. Oh, schade, warum bist du nicht in die Mauer gefahren hier?
Das Gute ist, bis zum Ziel kommen keine Wellen mehr. Denn hier ist schon das Ziel. Wir haben die 3 Sterne mitgenommen und der Lexus gefällt mir einfach vom Fahren her. Alfa Romeo 4C habe ich doch gesagt. Ich bin mir zwar nicht zu 100% sicher, aber ich habe es doch gesagt. Wir waren auf die schnellste Runde gesehen auch um einige schneller als wie die anderen Kollegen. Klar, die letzte Runde war Mörder, das weiß ich. Die war echt geil, die hat mir auch selber gut gefallen. Aber wir dürfen uns auf unseren Lorbeeren nicht ausruhen. Auch nicht auf unsere 11 Mille, die wir auf dem Konto haben. Wir müssen weiter angasen. Wir haben 3 mehr, wir sind jetzt bei 134 angekommen. Und ja, würde ich sagen, geht's jetzt weiter ins nächste Kapitel. Wir brauchen wieder eine Strecke. Definitiv, nur welche. Die hier sieht gut aus. Ist die weit? Nö, ist sie nicht. Bei nächster Gelegenheit wenden. Einmal hier wenden. Warum hat man hier im Rennen keinen Looping gehabt? Das wäre doch weitaus angenehmer gewesen, als wie die komischen Hubbel hier. In 400 Metern links abbiegen. Und hier auch ohne Überrollkäfig auch um einiges besser. Boah, was ist da los? Wuhuhu. Aber die andere Richtung, bitte. Einmal Speed Drift. Okay, ging doch nicht so gut. Egal, wir haben trotzdem das Feld, die Veranstaltung gestartet. 25.000 Fähigkeitspunkte, das wird schwierig, Leute. Wenn da nicht Sprünge oder sonst was drin sind, wird es definitiv schwer. Aber wir schauen mal, wir geben wieder mal unser Bestes. Also was anderes tun wir ja sowieso nicht. Entweder alles oder nix. Da sind wir so hart, würde ich mal sagen. Und ja, dann schauen wir, wo wir zum Schluss bei rauskommen. Die Leute von Hot Wheels sind ganz aufgeregt deswegen. Und wenn sie aufgeregt sind, dann glaubt mir, bin ich auch aufgeregt. Du scheißt dir aber schnell den Sam, mein Kollege. Ihr zwei habt jetzt aber richtig Buch, oder? Da hinten fährt Lancia Stratos. Das war die Rallye-Variante. Also was hier los ist in Hot Wheels, da ist ja wirklich alles vertreten. Da kommen wir jetzt raus, wo vorhin der Start war, und jetzt ist eine böse Sache eingebaut. Dann hätte ich wieder den Sprung nehmen müssen. Dass das sowas ist, habe ich jetzt nicht gewusst. Aber gut, ich weiß, wo es lang geht. Und das hat uns schon mal was gebracht hier. Zwar auch wenn es nur 600 Erfahrungspunkte waren, aber besser als nichts ist es auch hier. Die Punkte haben wir uns wieder mal zerschossen. Ich glaube, ich brauche für sowas ein zickigeres Auto, ansonsten gehe ich hier nie die 3 Sterne hin. Weil der ist eigentlich ganz schön brav, der RCF hier. Egal ob vorhin die S1-Kategorie oder hier die A-Kategorie, die sind beide eigentlich relativ zahm und relativ angenehm zu fahren. Heißt noch lange, dass sie leicht zu fahren sind. Also wenn man keinen Skill hat, wird man mit dem Wagen deswegen auch nicht besser sein. Also darf man jetzt nicht falsch auffassen. Aber wir werden uns schon noch einen Sieg erholen. Beziehungsweise Sieg auf alle Fälle, die 3 Punkte werden sich halt nicht ausgehen. Nee, zum Driften, da ist er einfach nicht gebaut, das müssen wir akzeptieren. Wenn jetzt überhaupt so über. Wuhu. Gut, das war jetzt scheiße. Also man merke, nie so beschissen rauffahren.
Komm. Gut, da haben wir schon wieder die Ziellinie. Das heißt, wir haben wieder einen Sieg. Leider haben wir nicht die vollen 3 Sterne mitgenommen, so wie im letzten Rennen. Aber 2 sind besser als keiner, beziehungsweise als einer. Weil den kriegt man sowieso, wenn man das Rennen bewältigt. 3 wären geiler gewesen. Aber ich würde sagen, ein Rennen können wir definitiv noch fahren. Wir suchen uns nochmal ein Sprintrennen aus. Kein Rundkursrennen, die dauern immer ein bisschen länger. Aber ein Sprintrennen geht sich schon auch aus. Das werden wir noch fahren. Und dann muss ich den Stream soweit für euch vorbereiten, damit dass ihr dann mit mir zusammen online zocken könnt. Aber ja, alles nach der Reihe. Erstmal hier die Folge fertig machen und dann sehen wir weiter. So, was fahren wir denn? Da vorne haben wir nochmal einen Rundkurs, den will ich jetzt aber nicht fahren. Gleich bei den Rundkurs hier auch nicht. Sag jetzt aber nicht, wir haben nur noch Rundkurs offen. Hier ist auch noch ein Rundkurs. Den Sprint haben wir schon. Ja, haben wir auch. Ah, da haben wir noch einen Sprint, den wir nicht gefahren sind. Der ist neu. Da würde ich sagen, springen wir gleich mal hin. B müssen wir auch wieder mal fahren. Da haben wir auch noch ein bisschen was offen. Aber das ist alles mit der Zeit. Alles mit der Zeit. Erstmal hier. Bin ich jetzt hier gelandet? So, hier. Free City. 25.000 Fähigkeitspunkte. Okay, die streichen wir schon mal. Die schaffen wir schon mal nicht. Aber wir können trotzdem noch einiges hier bewältigen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt irgendwie Tag oder so haben, damit dass man hier nicht, damit dass ich nicht dann in der Nacht einen Thumbnail machen muss. Sieht nämlich meistens nicht ganz so gut. Oh. Nee. Gefällt mir nicht. Will ich nicht so. Auf ein neues Boss. Denk dran, halte den Fuß unten, stürz nicht ab und versuch dein Mittagessen drin zu behalten. Zum Glück habe ich bereits zu Abend gegessen, also das Mittagessen ist schon längst normalerweise wieder weg. Schon längst verdaut alles drum und dran. Apropos, versuchen nicht abzustürzen. Das war schon zweimal jetzt knapp. Jetzt war es nicht ganz so knapp. Boah, hier ist ein Gerammel. Wilder als wir bei den Kanickeln hier. 3 Plätze müssen wir noch gut machen. Wie gesagt, ich gehe sowieso noch auf Position, weil die anderen Fähigkeitspunkte schaffe ich sowieso nicht. Im Grunde haben wir jetzt, glaube ich, die beschützendste Linie wahrgenommen. Habe ich richtig Punkte weggeworfen. Fuck it! Was ist hier jetzt los? Habe ich jetzt Disco-Licht hier angeschaltet oder wie? Nee, doch, jetzt wieder. Focus RS überholen wir mal und was da vorne fährt, weiß ich noch nicht. Gut, du nimmst die Linie, ich nehme die. Boah, ist das ein knappes Duell hier. Jetzt will sich der Focus RS hier noch mit einmischen.
aber nichts davor. Der Ziellinie kriege ich meinen Platz nicht mehr ab. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben drehen, ein Abo oder eine Weiterempfehlung super. Ich bin jetzt raus, ich bereite den Livestream vor und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wie gesagt, das ist schon längst vorbei. Das war am 10.07., wo ich das aufgenommen habe. Aber wie gesagt, vielleicht hat es ja einer so telepathisch mitbekommen. Ich bin raus. Ciao, Leute.